Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Die Einwohnerzahlen steigen gerade wieder. Das ist sehr schön. Immer noch das Postproblem. Aber ich habe hier noch ein bisschen, während das Spiel mal wieder stundenlang lief, ein bisschen weiter gebastelt. Ich habe schon eine schön große Fläche freigelegt und das alles so weit hier rüber gepackt. Wir machen hier inzwischen, mal kurz gucken, 474 Tonnen Harz. Und ich habe gesehen, das deckt unseren kompletten Verbrauch jetzt schon ab. Also, wir können da ein bisschen was umorganisieren. Und zwar haben wir den Harz. Können wir die Harzrouten durchgehen. Machen wir das mal hier. Ihr seht, da habe ich zwei ganze Routen. Die können wir jetzt hier auf Crown Falls sozusagen wegnehmen. Die Route können wir komplett löschen. Beziehungsweise sind Nordwind und Seestern 2 sind das. Die können wir hier mit drauf packen. Und da können wir die Sachen von Sekt runternehmen. Und dann kann er das schön alles in Crown Falls laden. So, zack. Drehen wir das Ganze einmal ein bisschen. Machen das in den richtigen Routenordner rein. Und schon haben wir da Ruhe. Und wir können hier komplett... Ist das Harz? Ja. Können hier den kompletten Harz rausnehmen. Das ist halt ziemlich geil. Besonders, weil ich hier auch Mist verbrauche. Und das Ding sparen wir uns jetzt. Haben wir hier noch einen Mistverbrauch? Ein wenig 14 noch. So, weil hier noch... Jetzt glaube ich gar nicht mehr wahrscheinlich, ne? Ne, korrekt. Dann können wir das nämlich... Mist. Auf... 307. Das sind 5 Luftschiffe. Warum habe ich da Luftschiffe drauf? Luftschiffe finde ich nicht so schön. Das sind 5 Stück. Die machen wir mal weg. Und machen da diese Schiffchen drauf. Nee, ausladen bitte. Nicht Insekt. Und dann kannst du es dahin bringen. Sehr schön. Das heißt, wir haben hier wieder enorm viel freie Fläche. Die wir jetzt erstmal so stehen lassen, wie wir sie haben. Das Ganze haben wir natürlich hier auch irgendwo da. Aber hier machen wir kein... Zitrusfrüchte sind wir doch, glaube ich, auch komplett abgedeckt, ne? Ja, sind wir komplett abgedeckt. Das heißt, das kann hier komplett auch raus. Ich sollte vielleicht gleich noch die Items rausladen. Zack. Machen wir es doch mal so weg. Das ist auch noch Harz hier, ne? Ja. Hier kurz die Items einladen. Können nämlich wieder rüber. So, Harzroute in der alten Welt. Da sind jetzt ein paar Schiffchen drauf. Machen wir mal 5 Stück. Und wir wollen das... Nee, entsorgen musst du es nicht. Gehen jetzt ins Cup. Da kannst du den Harz laden. Und dann kommt das in 301. Sehr schön. Jetzt haben wir hier nur noch 2 Routen drauf. Einmal 6 Schiffe, einmal 5 Schiffe.
Mal ganz kurz durchgucken, wo meine Schiffe jetzt sind, die noch den Mist gebunkert haben. Das können wir wegwerfen. Zum Items kaufen kann ich euch ja noch benutzen. Ja, geh du auch mal da bitte hin. Und du bitte genauso. Mein Sohn hat mich gewarnt, dass sie gerne Tauschhandel treiben. So, dann können wir euch mal neu organisieren. Machen euch leer mit dem Mist. Das ist ja schnell wieder weggeladen. Nur fliegen ist schöner. Okay, hier können wir noch die Quest durchziehen. Sehr cool, damit haben wir den Harz komplett organisiert und zwar bisher auf dieser Insel. Das ist so geil. Das Einzige, was wir jetzt nochmal gucken müssen, ist die Mistproduktion, aber die sieht jetzt dadurch sehr, sehr gut aus. Achso, wir wollten noch die Items hier einladen. Da. Oh, hier habe ich ja noch ganz gut andere Items. Müssen wir hier erstmal ausladen. Tut mir leid, das habe ich nicht vorbereitet. Dann können wir nämlich noch ein bisschen weiter basteln. Wir können jetzt langsam mit Kirschholz anfangen. Und ich würde ganz gerne hier unten jetzt anfangen, dann auch diese ganzen Dinger hier zu klippen. Einfach für noch mehr Produktion. So, hier noch die Items einladen. Die sind wichtig, die brauchen wir. Können wir hier gleich ausladen. So, klippen. Das wird bestimmt ein Spaß. Können wir erstmal die Straße hier runter lang ziehen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Die können auch weg. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und dann können wir hier die Items ausladen. Weil gebrauchen können wir sie auf jeden Fall. Ich habe bestimmt noch Zitrusfrüchte, das ist in der alten Welt. Und hiermit versorge ich alles klar. So, sehr schön. Das brauche ich nicht mehr. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Hier haben sogar noch Häuser stehen. Die können wir noch kurz umpositionieren, dass die da wegkommen. Ein bisschen Platz sollte hier noch sein, den wir nutzen können. Oh, perfekt. Nehmen wir doch gleich mit Straße. Gut, dann haben wir hier wieder freie Wege. Eine schön große freie Fläche. So, Klippen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir es am schlausten lösen, weil ich würde ganz gern hier unten direkt anfangen wollen. Machen wir es direkt hier unten oder hier dran? Okay, da kriege ich keins mehr rein. Ist, glaube ich, nicht optimal. Zumindest nicht für den Start. Was ist, wenn ich so anfange?
Wäre das besser? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Schiff vom Stapel gelaufen. Dann ist es hier auch nicht geklippt. Machen wir mal Hochradwerkhallen. Lass uns doch mal die, unten die Ecke hier voll klatschen. Ohne eine Cutting Edge. Noch haben wir ja die Items, das heißt, wir können sie auch nutzen. Und oben nehmen wir sie eh später raus. Zack, zack, zack. Der, der und der. Dann noch der. Nein. Cutting Edge. So, dann müssen wir mal schauen, wie wir sie hier weiter reinbekommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd durchs Klippen. Der ist nirgendwo mit drin. So, wir machen das mal so. Da wäre er mit drin, hier auch. Okay, das heißt, hier hat man einige drin. Da? Ne, krieg ich nicht. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Gut, dann geht's weiter mit so, so. Was für ein Opus Magnum. Da wäre er mit drin. Aber ich muss den einen so hinsetzen. Klappt trotzdem. Okay. Dann können wir hier das mal so machen. Sehr aufregend, ja. Die Straße kann weg, die ist überflüssig.
Unsere Arbeit muss in Lagerhäuser. Ich werde vorher mal darauf achten, so wie viel wir jetzt machen. Aber so ein geklipptes Ding, das läuft schon sehr stark. Hör ich das an. Geschwindigkeit ist schon krass. Dann würde ich sagen, nehmen wir die hier schon mal wieder raus. Oh, was habe ich denn da rausgenommen? War das das Ding? Yep. Dann können wir hier die Sachen rausnehmen. Die können weg, der kann weg, der kann weg. Kann der ganze Wulst hier weg. Mit den Gedöns hier drauf achten, wie wir das jetzt am schlauesten machen wollen. Weil wir kriegen hier noch 2, 3 Reihen. So, hier passt, glaube ich, keiner mehr. Es sei denn, ich stelle das Ding dahin. Dann kriege ich den da noch drunter. Wir sollen noch ein zweites hinstellen. Okay. Hier können wir auch noch ein paar reinpacken. Jetzt müssen wir da die Straßen rausnehmen. Was für ein Opus Magnum. Ein Opus Magnum. Gut, hier kriege ich keine mehr rein. Und der ist noch nicht angeschlossen, weil er kein Lagerhaus hat. Jetzt sind wir hier noch die Straße rum. Dann sieht das doch schon schick aus, die Ecke hier. Eigentlich eine ziemlich geile Geschichte. Müssen wir mal darauf achten. 929. Schiff vom Stapel gelaufen. Das ist natürlich völlig überfüllt. Gut, und dann kann ich weiter da hochgehen. Ich glaube, so war das. Ja, muss ich nochmal umsetzen. Habe ich schon wieder zu weit gebaut. Aber... so ist das. Und hier noch die Items rein. Bruno Dario Cutting Edge. Gut, dann bist du geklippt.
Dich ein bisschen hochziehen. Und so bist du geklippt. Perfekt. Gut, das Bankhaus können wir auch hochballern. Das können wir ganz gut hier hinstellen. Das hat auch eine mega Reichweite. Dich würde ich jetzt mal komplett ganz gern woanders hinsetzen wollen. Und zwar am besten hier. Dann störst du da auch nicht mehr. Und dich können wir, glaube ich, mal so auch Richtung Bankhaus setzen. Dann kannst du raus, du kannst raus, du kannst raus. Damit haben wir schon mal gut wieder Platz geschaffen. Hoch. Vielleicht etwas viel. Wir müssen noch ein bisschen darauf achten bei den Touristen jetzt mit den Haltestellen. Aber das sieht ja soweit ganz okay aus. Kommt jetzt hier halt nicht hin. Dann können wir dich noch hier hinstellen. Dann könnt ihr euch noch meine Fabriken hier angucken. Der kann raus. Der kann auch raus. Das sieht doch langsam sehr, sehr schick aus. Gut, gehen wir noch ein bisschen nach oben, kriegen wir noch eins unter, dann kann ich noch ein bisschen weitermachen. Oh yes. Aber hier funktioniert es jetzt nicht, oder? Ich glaube, hier klappt es mal nicht. Nein. Das ist der Nachteil. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Ja, hier kriege ich normal noch welche drunter. Was für ein Opus Magnum. Dann können wir hier noch weitere Hochradwerkhallen hinmachen. Ups. Du bist auch nicht mehr mit drin. Das heißt, ich kann hier noch ein Stück runterziehen und da dann hier die Straße drumherum. Also richtig austoben. Ne, die Straße muss ich rüberziehen. Damit die einfach weiter ihren Weg gehen. Achso, zwischen euch beiden kann ich auch noch was klippen, ne? Ich schon wieder fast vergessen. Du hast mir hier ein fürchterliches Chaos hinterlassen. Genau, hier bekomme ich geklippt nichts rein.
Aber das ist nicht ganz so schlimm. Nee, hätte ich auch nicht hier zwischengekriegt. Ich dachte gerade, das hätte gepasst, aber... Nö. Warum ich das Lagerhaus hier hinten reingebaut habe? Das funktioniert nicht. So, bei wie viel Tonnen sind wir denn? Ach, 1166. Das ist schon sehr stark. Polizei brauche ich hier nicht. Oh, das lasse ich auch erstmal noch. Hier habe ich noch nicht angebunden. Das heißt, ich kann hier oben wieder was rausnehmen. Erstmal die paar raus. Die können auch raus. Wie weit sind wir jetzt? Immer noch so viel. Wow. Nehmen wir auch den mal Block mal raus. Magnum. 990. Das sieht doch schon sehr schick aus. Und viel aufgeräumter. Das bedeutet auch, wir können jetzt bald die hier dann dementsprechend alles verlagern. Wir machen jetzt erstmal das, worauf ich am meisten gerade Bock habe. Straßen ziehen, yay! Damit es sauber aussieht. Zumindest diese Ecke hier. Sind schon so ein paar. So, das heißt, die können wir rausnehmen. Okay, coole Nummer. Weit wir hier noch jetzt kommen. Eine Doppelstraße brauche ich nicht. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Die Straße müsste ich rausnehmen.
Und dann könnte ich es hier nochmal drin klippen. Die Frage ist... Eieiei. Das wird jetzt spannend zu wissen. Oh ja, klappt. Klappert. Moment, da kriege ich nichts rein, da kriege ich nichts rein. Das ist wie so ein schwarzes Loch, die Ecke hier. Zumindest ein Lagerhaus. Die Straße kann weg. Und die können aufwerten. Über 1000. Immer noch bei 1000. Komm, wir nehmen was auch raus hier. Wie viel haben wir jetzt noch? 957 Tonnen. Das ist auch eine sehr, sehr gute Nummer. Geile Geschichte. Dann können wir beim nächsten Mal noch ein bisschen Crownforts basteln, da Häuser wegnehmen, da oben hinpacken. Wir machen demnächst Kirschholz. Hier geht es richtig steil, würde ich sagen. Eine sehr saubere Ecke. Freut mich. Cool, ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.